好，我们各位台北国际书展的朋友们，大家晚安。当然，在德国是午安。那我们今天所邀请到的一位作家，是一位非常年轻的作家，他的名字叫做 Judith Szalansky， 他是生于1980年。Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Taiwan, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung mit einer jungen deutschen Autorin, Frau Judith Szalansky. Sie ist 1980 in Greifswald geboren. Jetzt habe ich zuerst mal die Frage an Frau Szalansky. Sie sind sehr jung und Sie haben schon seit einigen Jahren, schon seit 2006, das erste Buch publiziert und dann jetzt bis hierhin. Und ich würde sagen, Sie gehören zu der Generation wie Daniel Kehlmann, oder? Finden Sie das nicht, dass Sie nicht nur die deutsche Schreibtradition beibehalten haben, sondern auch die neuere Schreibtechnik, Schreibstrategien weiterentwickelt haben. Okay. 我这里想要指出一个特点，就是说 Judith Szalansky 还很年轻，但是2006年已经开始出书。那么他一方面他就维系这个德国的书写的一个传统。但是另一方面，他跟 Daniel Kehlmann 另外一个德国作者一样，他就是从一个新的世代的角度来推动新的书写方式。Es schmeichelt mir sehr, dass Sie mich als jung bezeichnen. Ich bin gerade vor ein paar Monaten 40 Jahre alt geworden und in dem, wie ich arbeite, habe ich mich viel immer mit der Vergangenheit beschäftigt oder auch zum Beispiel mit Figuren, die sehr viel älter sind als ich, wie in meinem Roman Der Hals der Giraffe. Insofern gefällt mir das sehr, dass Sie mich als jung bezeichnen. Ich komme sozusagen in das Alter, wo man gerne als jung bezeichnet werden möchte. Wenn man jung ist, möchte man ja gerne älter gehalten werden. 刚才说我很年轻，我听得很高兴。其实我前不久我刚过了我的40岁的生日，所以我已经进入这么一个年龄，就是会怀念我年轻的时候。然后我年轻的时候我很喜欢看历史，对过去的历史很感兴趣。然后我在我的书中的主角常常会描述一些比我年纪更大的人物。Und zu dem zweiten Teil der Frage, natürlich ist mein Bedürfnis, in meiner Literatur etwas auszuprobieren und etwas fortzuführen, was interessant, dass Sie es mit Daniel Kehlmann verbinden, was vielleicht darauf zielt, die Tradition, also verschiedene Schreibweisen miteinander zu verbinden und in meinem Fall ganz klar eine naturwissenschaftliche Schreibweise, also Quellen außerhalb der Literatur zu suchen und diese in Literatur zu überführen und vielleicht auch zu schauen, wo sind in den wissenschaftlichen Texten, wo ist dort eigentlich die Poesie? 然后我很喜欢做的事情就是喜欢把文学的风格跟一些其他的书写风格像结合起来，比如说我会利用一些来自自然科学的这个资料，然后我会在这些自然科学的文件里头寻找出他们的诗意，这是我很喜欢做的事情。Dankeschön. Also meine nächste Frage wäre, Ihre publizistische Tätigkeit begann 2006 mit dem typografischen Kompendium Faktur Mot à Mot, gebrochene Schrift. Dann zwei Jahre später ist Ihr erstes literarisches Werk Blau steht dir nicht, Matrosenwoman. Danach haben Sie regelmäßig neue Werke herausgebracht. Nicht viele Schriftstellerinnen
oder Schriftsteller können die zwei verschiedenen Künste gleichzeitig beherrschen und veröffentlichen. Wie haben Sie das geschafft? Sind Sie besonders begabt? Wenn wir das vermuten dürfen. In 2006年开始出书，那么第一本书就是叫做德文是 Fraktur mon amour， Fraktur 是翻译成中文叫做德文尖角体或者歌德体，就是现在比较很少使用这一种传统的德文的字体，所以这本书的名字就是歌德体我的爱。Vielleicht können Sie, weil wir gerade das Buch erwähnt haben, das kurz in die Kamera halten, die Fraktur mon amour. Das ist这本书. Vielleicht wollen Sie noch was dazu sagen. Ja, also das ist das besagte Buch. Es ist für mich heute wirklich mein obskures Frühwerk. Etwas pervers sieht es ja auch aus mit diesem pinken Blattschnitt und drin sieht man tatsächlich nichts anderes als Alphabete von gebrochenen Schriften. 所以我那时候采用的颜色比较特殊，然后里面其实没有故事，也不是小说，只是各种这种各的字体的样本。然后这本书出版之后两年我出了我的第一本文学作品，叫做 Blau steht dir nicht, Matrosenroman, 就是说蓝色这个颜色不适合你，海员小说。那么之后他陆陆续续出了新的作品。那么很少有作家可以同时掌握两种这样的艺术，比如就是字体排印艺术、文字设计的艺术还有文学。所以我们想问他，你怎么做得到可以掌握这两种艺术？是你的才能非常的特殊吗？ Bitte? Ja, es ist tatsächlich so, ich hab nicht Germanistik studiert, ich habe kein literarisches Schreiben, Literaturwissenschaft studiert, sondern letztendlich Buchgestaltung. Und mir hat die Form aber geholfen, überhaupt letztendlich zu schreiben. Und ich habe eben entdeckt, dass bei mir es so funktioniert, dass ich in Büchern denke, nicht in Texten, sondern in Büchern. Und ich, wenn ich eine Fantasie für ein Buch habe, die Form sehr entscheidend ist. Und ich eigentlich versuche bis heute Bücher zu machen, bei dem Form und Inhalt nicht zu trennen sind. Und das auf eine Weise zu machen, dass man gar nicht mehr die Frage stellt, der Inhalt ist toll, aber die Form ist nicht so gut gelungen, sondern wirklich zu sehen, das gehört beides absolut zusammen. 好，其实我在大学读的专业并不是德国文学，我也没有研究写作，我读的专业是文字设计，就是字体排印学这个领域。所以因为我这个读书的经验，我最在意的、最重视的就是书本本身，而不是文字内容而已。所以我在出书的时候，我就是想要把文字内容跟书本的设计跟形式，尽量完美的结合在一起。所以因为有一些其他的书，有时候会有人说，虽然内容很好，但是好像书本身设计的不好看。那我的书，我希望都可以避免这个问题。Dankeschön. Also, ihr im Jahr 2018 erschienenes Werk Verzeichnis einige Verluste wurde im Dezember 2020 in Taiwan ins Chinesische übersetzt und publiziert, worin 12 Geschichten vorkommen. Davor haben sie im Jahr 2011 zwei Werke herausgegeben. Wir können uns vorstellen, dass sie wohl sehr lang gebraucht haben, den Stoff für das Schreiben zusammen und zu rekonstruieren, beziehungsweise das Vergangene, also etwas Geschichtliches, mit dem Gegenwärtigen zu verbinden. Jede Geschichte
haben sie sorgfältig zusammengestellt und in den 12 Geschichten mit einem Thema wie Tiere, Pflanzen, Insel oder Gedichte kommen jeweils ihre faszinierenden Elemente vor. Ich kann mir vorstellen, das war keine leichte Arbeit. Die Geschichten mit ihrem jeweiligen Material bzw. der Handlung zusammenzubringen. Wie kamen Sie auf die Idee, die Geschichten zu einem literarischen, sozusagen literarischen oder naturwissenschaftliche Werke zu verbinden? 好, 您的, 书, 德文书名是 Verzeichnis einiger Verluste, 中文书名是事物之书。是2018年在德国出版的，那么翻译成中文以后，2020年12月在台湾出版了，那么里面有12个故事，之前，您2011年也出了两本书，那么我们可以想象您需要花非常多的时间，去调查跟研究，收集相关的题材跟资料。然后把过去的事情，就是历史上发生的事情，跟现在相结合。我们发现您的故事是非常仔细的，做了非常仔细的选择。这些十二个故事当中，主题包含动物、植物、岛屿，还有诗，有非常迷人的因素。所以我。可以想象，这个工作是非常的不容易，所以我想问您，您怎么会有这样的一个想法，就是把这些不同的故事，组合成一个文学作品 ？So, bitte schön. Ja, als Schriftstellerin interessiert mich der Raum zwischen Fakten und Fiktion, und mir ist aufgegangen, dass das Abwesende auf eine Weise manchmal anwesender sein kann als alles, das, was da ist. Es hat was mit meiner persönlichen Lebensgeschichte zu tun. Ich bin in einem Land aufgewachsen, das es nicht mehr gibt, die DDR. Ich habe einen Vater gehabt, den ich überhaupt nicht kennengelernt habe, erst als Erwachsene. Frau und habe aber als Kind mir immer Fantasien auch gemacht, was das für ein Mann vielleicht ist. Und wir kennen es alles eben aus Familiengeschichten. Es gibt die Dinge, worüber nicht gesprochen wird. Wir kennen das aus dem Alltag, wenn ein Autoschlüssel verschwindet und man sich fragt, was um Gottes Willen ist dem passiert. Also auf einmal befinden wir uns in einem Reich, der sehr faszinierend und unerklärlich und mysteriös ist. Und das, finde ich, ist ein genuin literarisches Thema. 我非常感兴趣的就是事实跟我们想象的东西之间的关系。有时候我们的想象好像扮演比事实更重要的角色。比如说我是在东德时代长大的，就是在东德。那么这个国家现在已经不存在了，是过去。然后在我的个人的生活中，我是在一个没有父亲的环境下长大的。我成人以后，我才认识了我父亲。所以后来透过跟其他的家人讨论，我才了解到一些我们家庭的事情，我也了解到有什么事情是不可以讲的。所以我们在日常生活中，我们常常会遇到一些没有被人提到的事情，或者不可以讲的，或者我们会遗失会丢掉，比如说丢掉一把钥匙，然后我们会想象，那么这把钥匙后来是到什么人的手里？所以我想，这样的事实跟想象之间的关系，很容易可以产生文学作品。Aber Sie haben es bereits gesagt, es ist ein Buch, an dem ich lange, lange gesessen habe, weil ich natürlich wahnsinnig viel recherchieren musste und auch herausgefunden habe, dass ein Erzählungsband
dass das Buch auf eine Weise auch ist, in dem Fall mehr Arbeit macht, als wenn man einen Roman schreibt, indem man, wenn man einmal die Stimme, die Sprache hat, dann kann man es bauen und kann man es schreiben. Aber hier musste ich immer wieder neu ansetzen und auch überlegen, von welchen verlorenen Dingen in der Weltgeschichte will ich eigentlich erzählen. Und es mussten eben welche sein, die etwas mit mir zu tun haben, die mich auch fasziniert haben. 您刚才提到了，我准备这本书真的花了非常长的时间，花了很多时间去收集相关的资料，然后我也发现，我这里花的时间比写一部小说花的时间更多，因为如果写一部小说，它就是一个连贯的一个故事，所以。 知道就一心里有数，知道怎么写，那就可以一直继续下去。但是这里就是，就像您刚才说的，12个故事，每个故事要重新开始，然后我要去寻找一些，我们在历史上失去的东西，但是又会引起我的兴趣的东西。嗯哼，Das ist ja. Eine Sache möchte ich noch dazu sagen, weil mir dann wirklich beim Schreiben aufgegangen ist, dass das der Grund ist, warum wir überhaupt Kultur brauchen, nämlich Verlusterfahrung. Also man sagt auch anthropologisch ist es so, der Beginn der Kultur ist eigentlich der Klagegesang oder in dem Fall, wo sozusagen die Vorfahren, unsere Vorfahren angefangen haben, ihre Angehörigen zu begraben oder irgendwas zu machen, um diesen Verlust zu verarbeiten. Und das ist der Grund, glaube ich, warum wir schreiben, warum wir singen, warum wir alles Mögliche malen, alles Mögliche machen, um mit Verlusterfahrung klarzukommen. 我这里想要再补充一下，就是有一些人类学家，他们说，我们人类对以往的对失去的东西的怀念，其实是我们人类文化的开始，就是可能古人他就是。 他们的亲人过世，他们就会一起唱歌，唱那种悲伤的歌曲，所以这是文化的开始。 Ja, das stimmt. Ich meine, sie haben dann wohl wirklich auch ziemlich viele Kulturen reingebracht. Also vielfältige Kulturen, also vom aus verschiedenen Ländern sogar. Auch verschiedenen Gebieten und auch in verschiedenen Bereichen, also ich meine zwischen Insel, Tieren und Pflanzen und sogar Gebäuden oder Menschen, ja, und Gedichten. Also das ist wirklich, sie haben es wirklich wohl, ist wirklich sehr, 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 sehr hart gearbeitet, nicht wahr? 对，我们看，我看您的书的时候，我也发现了。 您一定，您的工作非常的辛苦，而且您把您的题材是来自各种不同的文化跟世界不同的地方。我们里面看到的主题有，包括动物、植物、岛屿，甚至建筑，还有诗。所以，我想您这个创作的过程真的非常的复杂。 Ja, das habe ich, aber ich hätte mir dieses Projekt und diesen Beruf nicht ausgesucht, wenn ich es nicht auch genieße, zu recherchieren. Und ich arbeite immer in der Staatsbibliothek in Berlin, die leider gerade geschlossen ist, und versuche wirklich alles zu einem ganz bestimmten Thema herauszufinden. Und das ist teilweise eben sehr wenig oder dann erstaunlich viel, je weniger doch vorhanden ist. Und es erfordert tatsächlich eine Disziplin, sich auch mit etwas zu beschäftigen, was so fern und auch so obskur ist. Am schwierigsten war es eigentlich mit dem Manichäismus einer ausgestorbenen Religion. Da denken sie irgendwann, sie werden wahnsinnig, wenn sie sich mit einem Mythos beschäftigen, wo das Land, das Reich des Schwarzen und das Reich des Hellen aufeinander losgehen. Und dann denken sie wirklich, jetzt ist es kurz vor dem Wahnsinn. Wirklich wahr. 对，工作是辛苦是辛苦，但是
我选择这个工作是因为我真的非常感兴趣，我一向来我都很喜欢去调查一个主题的这个背景，然后收集资料。那么我常常会去柏林的这个国家图书馆。那么有时候我在找一个某一个主题的资料，有时候有很多，有时候很少，所以每次都是一个新的挑战。那么我在这里面有一个故事比较特殊，是在描述一个现在已经消失的不存在的这个宗教。Moni Chi-Chin. Moni. Ja. Das heißt, die sieben. Moment mal. Das ist die sieben Bücher. Ah, die sieben Bücher der Moni. Moni Chi-Chin. So, ich war schon bei dieser Geschichte, ich glaube, es ist eine sehr große Herausforderung, weil es ist eine sehr jauernde Thematik. Okay, erlauben Sie mir dann eine Zwischenfrage. Sie waren nicht nur, Sie haben dann recherchiert, nicht nur in Berlin, oder waren Sie nur in Berlin? Waren Sie vielleicht im Britischen Museum, also in London oder so, wenn ich mir vorstellen kann? Also nicht. 好，那我想顺便问一下，您在收集资料的时候是只有到我柏林的国家图书馆，还是还到？各地或者别的国家去收集资料吗？ Nein, es ist die Berliner Staatsbibliothek ist sozusagen der Ort, mit dem ich das Reich, in dem ich klarkommen muss und herrschen kann. Und alles andere muss ich dann über Fernleihe mir organisieren oder eben über digitale Kanäle. Und bisher hat es immer ganz gut geklappt.Da ist doch erstaunlich viel. 对，就是这个柏林的国家图书馆，是我很熟悉的，可以说掌握的一个领域，所以我在那里基本上都可以找到我需要的资料。那有时候我会透过图书馆的服务，来远距离借一些其他的图书馆或者档案馆的资料。嗯哼。Es gibt sehr viele Museen in Berlin. Waren Sie auch in den Museen drin und dann haben Sie, konnten Sie auch vielleicht etwas, auch, was Sie brauchen, finden dann in den Berliner Museen? 在柏林有许多的博物馆，您会不会也到柏林的博物馆，在那里找到一些资料或者得到启发吗？Ja, ich habe teilweise zum Beispiel, um mir die Buchmalerei des Manichäismus anzuschauen, da war ich auch in den dazugehörigen Museen und um mir so ein Bild zu machen. Das ist, da bietet Berlin ja schon gute Möglichkeiten, ja. 对，我到过一些博物馆，比如说我在找关于这个模拟基金题材的时候，有一些博物馆有关于这个消失的宗教的一些图像。Yeah, gut, vielen Dank. Wir kommen wir zu den Geschichten in Ihren Werken. In Ihrem Werk verzeichnen Sie einige Verluste. Die Geschichte da drin.Eine der Geschichten heißt Palast der Republik, ist ein gutes Beispiel. Wie sind Sie darauf gekommen, den Geist des Vergangenen, das Muffige, nicht von anderen zu erfahren, mit dem gegenwärtigen familiären Alltagsleben zu verbinden? 好，那我们来谈一谈您书中的故事。其中有一个故事叫 Palast der Republik， 翻译成中文叫做共和国宫。这个所谓的共和国宫是在东德时代在柏林市中心新建的这个东德国会大厦。那除了国会的角色，它里面也举办了很多的这个文艺活动。那么这个所谓的共和国宫现在已经被拆掉了。所以我们想问您，您怎么想到把这个过去的已经不存在的建筑跟现在的家庭生活相结合。Ja, Sie haben mit einem untrüglichen Gespür die schwierigste Geschichte rausgesucht. Es ist die Geschichte, die ich am letzten in dem Buch geschrieben habe, weil sie auf eine Weise
sehr persönlich ist. Die Geschichte vom Schloss der zu Bär ist auch sehr persönlich. Ich bin mit der Vision der Geschichte aufgewachsen, dass meine Mutter sich von meinem leiblichen Vater getrennt hat, als ich noch ein Kleinkind war, weil er im Palast der Republik mit einer anderen Frau gesehen wurde. Ach so. 你现在提到的这个故事，关于共和国的故事，是对我个人来说最难写的一个故事，也是我写的最后的一个故事。 那么这个故事跟我的个人的跟我的家庭背景也有一些关系，因为我父亲在我很小的时候就离开了我妈妈，然后后来才知道，他离开我妈妈是因为他在这个共和国里面跟另外一位女性发生关系。 Nun ist aber der Palast der Republik so, so hochpolitisch und wird so sehr mit der DDR verbunden. Und hier in Berlin die ganzen Debatten, die es gab um seinen Abriss, den Neubau jetzt durch ein Schloss. Es ist ja verrückt, dass man einen Palast abreißt, um ein altes Schloss wiederzubauen, das die DDR abgerissen hatte. Also da geht es stark um große Geschichtserzählungen. Und ich wollte dieser großen Erzählung eine kleine auch entgegensetzen. Und das ist nun mal eben meine persönliche Geschichte, die auch etwas mit einem Verlust zu tun hat und gewissermaßen mit einem Verrat.就是东德留下来的这个所谓的共和宫，在两德统一之后要怎么处理，是在柏林很多年是一个非常具争议性的一个主题。那么最后才决定要把它拆掉，因为对很多人来说，这个共和宫它就是一个东德政权的一个象征性的建筑。那么。 我选择这个主题是因为我想，除了这些激烈的政治性的讨论以外，我想加一个就是很一般的这个家庭的故事，跟这样的一个故事结合。 Und es ist natürlich wahnsinnig schwer, eine Geschichte zu schreiben, in der es um die eigene Familiengeschichte geht und wo die Eltern auf einmal zu Protagonisten werden. Und ich habe mich furchtbar damit gequält und hatte dann eine ziemlich, wie ich fand, ziemlich gute Idee, indem ich beschlossen habe, es als amerikanische Short Story zu erzählen. Und in der Short Story können Sie eben eine Geschichte erzählen, ohne dass Sie in die Köpfe der Figuren gucken. Das heißt, ich maße mir nicht an zu wissen, wie sich alle fühlen und was sie alle die ganze Zeit denken, sondern ich versuche tatsächlich über eine Alltagsbeschreibung vielleicht diese Entfremdung dieses jungen Paares erfahrbar zu machen und gleichzeitig eben mir nicht anzumaßen, alles erklären zu wollen. 那么我写这个故事很困难的地方，就是因为两个主角就是后来离婚的我的父母。那么后来我就想到了一个让我比较顺利的写完这个故事的技巧，我就采用那种就是在美国文学中的这个 short story 短篇小说的特点，就是我不需要去想主角的内心或者的想法是什么，我就是像一个外面的观察者，我在观察他们的日常生活，然后透过这样的方式间接的去描述他们。 Ich muss wirklich sagen, dass es Ihnen wirklich gelungen ist, die Geschichte wirklich, also so fließend und einwandfrei, dass man versteht und dann trotzdem diese Metapher dazwischen, also zwischen diesem Gebäude und der Familie Beziehungen, das ist dann wirklich unglaublich, also finde ich, dass sie das zu Ende gebracht haben.
und abgesehen davon, das ist dann ihre eigene Erfahrung. 对，我很钦佩您成功的把这个故事写完，因为读起来非常的顺，然后您很成功的把您的家庭跟这个建筑相结合，就好像是这个建筑成为您这个家庭故事的一个比喻。 Okay, und könnten Sie vielleicht die Geschichte Hafen von Greifswald einen Zusammenhang mit der Erinnerung Ihrer Geburtsstadt Greifswald haben? Also gibt es einen Zusammenhang dazwischen? Okay, 那么至于这个 Greifswald 的港, 这个故事, 因为这是您, 出生的城市, 您可不可以向我们介绍一下这个故事跟您对 这个城市的记忆有什么关系? Ja, natürlich. Ich bin in Greifswald geboren und es ist so, dass Caspar David Friedrich, der romantische Maler, der große deutsche romantische Maler, auch in Greifswald geboren ist. Und Sie müssen sich vorstellen, ich bin mit diesen Bildern aufgewachsen, weil natürlich die Ruinen, die Caspar David Friedrich mit Vorliebe gemalt hat, die hingen halt in jeder Bank, in jedem Wartezimmer, beim Arzt, in jeder Post. Und das kann einen sehr prägen, mit Ruinenbildern aufzuwachsen, abgesehen davon, dass die Ruine, die er am liebsten gemalt hat, tatsächlich vor den Toren von Greifswald zu finden ist. Caspar David Friedrich, also Sing Friedrich von Liederlisi, 德国这个罗曼蒂克派的非常出名的一个画家，那么他很喜欢画一些废墟，就是很破的建筑作为他的画的背景。那么这些破的建筑，他们大部分都在 Greifswald 或者 Greifswald 附近。 所以因为这是这个城市是他的出生地，我年轻的时候不管走到哪里，都有看到他的画，在邮局或者在诊所、在学校、在人家的家里，到处都看到他的画，所以对我的印象非常的深刻。而且他非常喜欢画的一个破的建筑，就在 Greifswald 室外，离我们很近。 Und ich nehme ein Bild von ihm eben zum Anlass, über Natur nachzudenken. Also dieses Bild, Hafen von Greifswald, ist verbrannt. Es ging mir auch darum zu schauen, die Romantik hat unglaublich geprägt in hierzulande, wie wir die Natur wahrnehmen und dass wir sie immer als Metapher für etwas verwenden, vor allem für die eigenen Seelenzustände. Und mir war es wichtig, die Natur um Greifswald herum zu beschreiben, aber eben tatsächlich mal zu versuchen, sie nicht als Spiegel für meine Zustände zu verwenden, sondern tatsächlich zu beschreiben, was dort zu sehen ist, eine Art Nature-Writing-Text zu schreiben. 那么这个故事《格莱夫斯瓦尔的港口》，它同时是 这个弗里德里希画家的很重要、很有名的一个作品，虽然这个作品已经不存在了，它后来被烧毁了。那么这个罗曼蒂克时代，对德国人如何看到大自然和人与大自然的关系产生了非常大的影响，一直到现在。所以，我也很感兴趣去 了解我们Greifswald这个城市附近的这个自然环境，因为我想我们如何看待大自然，在很大程度上也可以反映我们的内在的心理。 Ja, danke schön. Ja, bitte. Nein, ich wollte noch eine Sache dazu sagen, weil das Beschreiben von dem, was wir in der Natur sehen, bedeutet eben auch dafür, eine Sprache zu finden und etwas zu archivieren.
und tatsächlich zu benennen, welche Spezies sehen wir dort eigentlich? Ist das, welche Art von Strauch ist das? Ist das jetzt eine Nachtigall oder ist es ein Sprosser? Also tatsächlich sich damit mit den Bestimmungsbüchern zu beschäftigen. Und immerhin kann man diesen Text irgendwann vielleicht auch als eine Quelle dafür betrachten, was im Jahr 2018 um Greifswald herum überhaupt noch für Tiere und Pflanzen zu sehen worden sind. So wie wir heute die holländische Bilder von zugefrorenen Seen als Beispiel dafür nehmen, wann es die letzten großen Winter gegeben hat. Mhm. 我需要首先去了解大自然，比如说我需要正确的去了解我看到的这些鸟类，它到底是什么物种，这个植物或者树，它到底叫什么树，所以我被迫去做很多这方面的研究。所以如果在将来有人回头来看我的这一本2018年的时候写的书。 可能可以透过我的书去了解，在2018年那个时候，在 Greifswald 附近，我们看到的物种是哪一些？就好像我们现在看16、17世纪的荷兰有名的画家的作品，就是有人在结冰的湖上溜冰，从这些画我们就可以了解到。 Eine Zwischenfrage. Wenn ich mich nicht irre, das heißt, die Bilder, die sind auch, wie Sie geschrieben haben, auch in Bayern verbrannt worden. Das heißt, die Originale, die existieren nicht mehr. Und was Sie dann in Ihrer Kindheit oder in Ihrer Jugendzeit dann gesehen haben, die Bilder, die sind alle dann sozusagen Reproduktion, oder? 想问一下，你刚才提到说，有一些画已经不存在，后来被烧毁了。所以您在您的成长过程中，您所看到的画是不是复制品？ Nein, es gab in München eine große Romantiker-Ausstellung, bei dem wirklich kapitale Werke der Romantik verbrannt sind. Aber es sind natürlich noch viele vorhanden, gerade in der Hamburger Kunsthalle und so weiter. Aber natürlich sind es auch Reproduktionen, die ich als Kind gesehen habe. Schönerweise ist es so, dass jetzt in Greifswald ein fantastisches Museum zu finden ist mit sehr vielen Originalen. Wir haben sogar einen Van Gogh in Greifswald. Ich bin da ganz stolz drauf. Einen echten. Wow. 对，有一次有一些罗曼蒂克时代的画，在巴伐利亚邦。 有一个展览，然后烧毁了。但是当然，那个时代还留下非常多的其他的作品，比如说在汉堡的美术馆。那么现在我们在Greifswald 有一个非常棒的一个美术馆，我们那里甚至有真实的梵谷的作品。 Das ist wirklich zu erstaunen. Das müssen wir dann mal, wenn es geht, dann später nach Greifswald Sie zu besuchen und gleichzeitig das Museum, nicht wahr? So, wir müssen in der Zeit eine Zeit finden, um in Deutschland zu gehen, um mit Ihnen zu treffen und dann zu sehen, wie Greifswald dieses neue Museum ist. Sehr gerne. Okay. Gut. Dann zu der nächsten Geschichte. Wie sind Sie auf den Stoff der Geschichte Sapphos Liebeslieder gekommen? Trotz der unvollständigen Gedichtzeilen Sapphos konnten Sie die Geschichte vollenden? 好，那么现在想要谈到您这个沙夫恋歌这个故事。沙夫她是古希腊的很有名的一个女诗人，但是只有很小的部分。 的诗有传到现在，所以我想问您，虽然这位女诗人大部分的诗词已经不存在，您怎么有办法可以把这个故事完成？
Ja, als ich mich in meiner Jugend anfing, in Mitschülerinnen oder auch Lehrerinnen zu verlieben, suchte ich dann in der Bibliothek Rat und wollte irgendwie aufklären, was es damit vielleicht auf sich hat. Und in dieser Zeit stieß ich natürlich auf Sappho, die auf der Insel Lesbos lebte, von der eben in der westlichen Welt oder im Großteil der Welt der etwas verrückte Begriff lesbisch geprägt ist. Und dort lernte ich, dass Sappho in einer unvorstellbaren fernen Zeit lebte, nämlich im 6. Jahrhundert, um 600 vor Christi, also 26 Jahrhunderte her, und dort als Dichterin lebte, zugleich aber auch Frauen unterrichtete in der Dichtkunst und Liebeskunst. Und Sie müssen sich vorstellen, dass das auf einen jungen Menschen mit verwirrten Gefühlen enormen Eindruck macht. 我在上学的时候，我就开始爱上其他的女同学或者女老师，然后我就去学校的图书馆去找一些相关的，就是找一些文学作品，然后就遇到这个沙夫的恋歌，然后它就引起了我的兴趣，因为这位女性诗人。 他活在公元第六世纪前的古希腊，就是2600年前。然后他生活在现在属希腊的这个 Lesbos 这个岛，然后这个 Lesbos 这个名字，后来被借用来创造很多西方语言的对女同性恋者的称呼，因为这位女性诗人。 他那时候在写诗，然后他也教其他的女性怎么写诗，然后他也教他们这个爱情的艺术。 Also wir haben mit Sappho eine Figur, die ganz typisch dafür ist, wenn wir über die praktisch wirklich so mythenumrankt ist, dass sie eigentlich die Fiktion von den Fakten nicht mehr trennen können. Und gleichzeitig ein wunderbares Beispiel dafür, dass jede Zeit ihre eigene Version der Sappho entwirft. Und zum Beispiel das Bild der unterrichtenden Lehrerin, das ist eins, was deutsche Altphilologen im 19. Jahrhundert geprägt haben, die halt eine Art Mädchenpensionat im Olivenhain vor Ort hatten. Also das war für mich auch ein Bedürfnis, mich mit diesen Mythen und diesen Erzählungen, diesen Fiktionen auch auseinanderzusetzen und wirklich alles zu lesen, um herauszufinden, was weiß man eigentlich genau von dieser Frau. 所以他的人生的事实跟后来的人的想象是完全没有办法分开，因为每一个历史阶段，他们对这个沙夫的描述跟想象不一样。比如说，在德国19世纪，他们就把沙夫描述成一个好像一个严格的一个女老师。 就好像一个只有女学生的一个寄宿学校的这个样子一样，所以我就花了很多时间去了解每一个时代对沙夫的描述跟理解，然后才想出我的这个故事。 Darf ich noch was? Weil wirklich das Tolle ist, wir haben so wenig Gedichte. Es sind wirklich nur Fetzen. Es sind so einzelne Zeilen, die überliefert worden sind. Aber diese Zeilen haben es in sich. Die sind wirklich großartig, wenn sie von der Macht des Eros, diesem alten Gott erzählt und sagt, es fühlt sich an, als ob ein wildes Tier einen anfällt und einen niederstreckt, wenn man sich verliebt. Und das fand ich völlig irre. Wir wissen überhaupt nicht, in welchem Kontext diese Zeilen entstanden sind, weil es eben eine Zeit ist, in der das Wort Demokratie, Philosophie, all das ist noch nicht erfunden worden. Es ist eine archaische Zeit. Aber dieses Gefühl, was sie beschreibt, das kennen wir alle.
Und das ist doch was Fantastisches und zeigt auch, dass die Poesie und die Dichtkunst eine Möglichkeit auch ist, über die Zeiten mit, also über unvorstellbare Zeiträume mit uns zu reden. Und Sie sehen, in dem Moment kommt jetzt die Sonne raus. Ich werde ganz pathetisch. Das glaube ich bestimmt, ja. 对，沙父这位女性诗人的诗，只有很小的一部分留下来了，到现在可能有一些诗只剩下一行或者几行字而已，但是那几行字的内容非常的丰富，表达方式非常的强，比如说他会把那个古希腊的爱神，把它形容成一个野兽一样，就是我们爱上一个人的这个感觉，就好像被一个野兽攻击一样，非常强的一种语言。那么它活在公元前第六世纪，那时候，民主的概念、哲学的概念都还没有出现，但是它形容这样的人的感情，这些感情我们自己也都可以体会到。 Ja, das haben Sie bestimmt recht. Aber meine Frage wäre, Sie haben bestimmt, das, also das ist dann vor 2000, wie Sie eben gesagt haben, vor 2600 Jahren, also diese einzelnen sozusagen Ellipse also überliefert. Aber Sie haben, haben Sie auf Altgriechisch gelesen oder haben Sie dann übersetzt gelesen und dann zusammen rausgeschrieben。对，您刚才提到说这位诗人是他活在2600年前，那您在看他的这个留到现在留下来的诗的时候，是看他的古希腊文的原文吗？还是翻译的诗？ Ja, da sprechen Sie wirklich einen guten Punkt an. Es gab nämlich wirklich einen Moment, wo ich dachte, Mist, um das jetzt herauszufinden, muss ich wirklich Altgriechisch lernen. Und dann muss dieses Buch nochmal weiter verschoben werden. Also das kann ich gar nicht leisten. Also da musste ich dann auch aufhören und habe mich dann auf die Hilfe einer sehr guten Freundin verlassen, die Sappho-Gedichte, die ich zitiere, für mich aus dem Griechischen übersetzt hat mit verschiedenen Varianten und wir haben zusammen nach guten Möglichkeiten der Übersetzung gesucht und natürlich ist es auch ein Text über das Drama der Übersetzung, was eben bedeutet, also wir müssen sozusagen etwas aus einem altgriechischen Dialekt übersetzen, aber wir müssen ja die ganze Zeit die Geschichte für uns übersetzen und wir erfinden gewissermaßen die Geschichte immer neu。对你这里就提到了我的一个痛处，因为我不会古希腊文，所以我那时候在想，我如果为了能彻底的理解这些诗意，那我如果还要开始学古希腊文，那我不晓得我这本书到底什么时候可以出版，所以还好我有一个很好的一个朋友。 他懂古希腊文，所以我跟他一起读了这个沙父的诗，然后去了解这些诗意，因为他是用这些诗是用古希腊文某一个地方的方言写的。那么除了这些字眼本身，我们还需要去了解他写这些诗的历史背景跟 脉络，然后把它翻译成我们现代的语言，所以我透过这样的一个过程，同时也探讨这个翻译的难题。 Ja, das stimmt. Aber ich frage mich nur halt, wie haben Sie oder haben Sie durch Hilfe Ihrer Freunde, Ihres Freund oder Ihrer Bekannte dann zum Beispiel diese Lesbos, diese zum Beispiel die erste 4 Buchstaben, Sie haben dann in der Geschichte erwähnt, die ersten Buchstaben, jeder Buchstabe bedeutet eine sozusagen eine, ja, sagen wir, sexuelle Bewegung, ne, sozusagen, also diese Handlung oder so Aktivität. Haben Sie das herausgefunden oder hat Ihr Bekannter Ihnen dann so beigebracht? In dieser Geschichte haben wir Lesbos, diese Insel, den Namen der jeden Buchstaben.
它代表一种性爱的动作，这是您自己了解到的吗？还是是因为您的朋友懂这个古希腊文，他跟您说的吗？Na, das Lustige ist, also es gibt wirklich viel, viel Literatur dazu, dass der Begriff teilweise ganz was ganz anderes bedeutet hat. Also es war teilweise ein Synonym für die Fellatio. Oder Erasmus von Rotterdam schreibt darüber noch. Das ist wahnsinnig komisch natürlich heute. Und wir können in so einem Zusammenhang überhaupt über solche Begrifflichkeiten sprechen. Was erzählen Begrifflichkeiten eigentlich? Und sind sie nicht auf eine Weise zufällig und schon wieder überkommen? Also es sind ja natürlich immer Konzepte und das ist wahnsinnig interessant, dass sozusagen gerade das Konzept der Homosexualität eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist. Auch da ist es auch wieder ein Deutsch-Ungar, der diesen Begriff geprägt hat. Und sie kommen sozusagen wieder dort in einen Bereich, wo die Wissenschaft sich auf eine Weise fiktiv wird oder eben zumindest Dinge erfindet. Und man kann dann gleichzeitig sagen, wie hilfreich ist es überhaupt, mit solchen Begrifflichkeiten zu operieren? Und mich hat vor allem interessant, dass sozusagen es geht in dem Text ganz viel um Leerstellen. Wie kann man Abwesendes sichtbar machen? Und wir dürfen nicht vergessen, dass in der Geschichte der weiblichen Sexualität das weibliche Geschlecht auch als Leerstelle gesehen wird, dass es zu füllen gilt. Und insofern geht es auch darum, diese Leerstelle in irgendeiner Form zu erfahrbar zu machen. Lesbos 这个岛屿，它的名称，它在不同的时代，被赋予不同的意义。在现在的西方语言，会拿来形容，女性同性恋者，但是在几百年前。他们把这个岛屿原来是岛屿的名称拿来形容性爱中的口交这样的动作，所以我们看到这些我们现在用的名称跟概念都不断的在变化，所以我们比如说我们现在对同性恋的这个称呼跟概念是19世纪。一位德国人发明的，之前没有一个具体的一个用语，所以我们知道这一些，我们就可以质疑科学的这个客观性，因为其实科学他们也会不断的创造出一些新的概念，所以我这本书的主要的用意就是要把我们看不到的东西，把不存在的东西，重新呈现。Ja, vielen Dank. Das war wirklich eine gute Erklärung für mich auch. Ja, und Sie haben besonders eben auch über Erasmus von Rotterdam gesprochen. Ich finde es wirklich, dass Sie dann wirklich dann also Mühe gegeben haben, das herauszufinden und dann wirklich zum Ausdruck gebracht. Das ist toll. Schlansky 女士刚才提到一位很有名的荷兰的哲学家，文艺复兴的哲学家 Erasmus von Rotterdam， 所以我们这样也知道Schlansky 女士为准备写这些故事，真的花了很多的功夫去了解这些历史背景。Ja, das stimmt. Ja. Und dann die nächste Frage oder die letzte Frage. Irgendwie empfindet man beim Lesen der Geschichten einen melancholischen Beiklang. Sind Sie auch der Meinung, dass die Geschichten damit schön und faszinierend sind?我在读您的故事的时候，我觉得这些故事给人的一种melancholisch悲伤吗？忧郁的。一种忧郁的感觉。您是不是同意我的看法？就是这种忧郁的感觉会让这些故事变得更美、更迷人吗？
Mich fasziniert, dass Sie gerade sich darüber ausgetauscht haben, wie man melancholisch am besten übersetzt, weil natürlich auch die Melancholie ein Konzept ist und ich befürchte ein sehr abendländisches Konzept. Das wäre jetzt meine Rückfrage. Nein, ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben jetzt heutzutage manchmal auch über Melancholie gesprochen oder im Alltag haben wir es dann halt. Ja, die Übersetzung solcher Begriffe ist oft nur annähernd, also in anderen Zusammenhängen wird Joey auch einfach für Depression oder depressiv verwendet. Aber irgendwie so ein bisschen traurig, ja. Ja. 你要不要讲一下，有一点感觉到悲伤的感觉。对，就是有一点悲伤的感觉。 Denn wenn man sich mit aus asiatischer Sicht mit westlicher Literatur beschäftigt, dann muss man für diese westlich geprägten Begriffe wieder eine Übersetzung finden, die entweder man versucht sie entweder phonetisch nachzuahmen oder man sucht in der eigenen Sprache einen ähnlichen Begriff. Ja. Also für mich. Ja. Bitte. Meinen Sie, dass wir dann ja, schöner und faszinierender als so happy Geschichte? Ja, mir ging es darum, wirklich zu zeigen, dass man aus dem Verlust eben auch immer wieder einen Gewinn machen kann. Und dass es tatsächlich keinen Gewinn ohne Verlust und keinen Verlust ohne Gewinn. Gleichzeitig gibt es natürlich. Ja. Gleichzeitig gibt es aber natürlich trotzdem schreckliche Verluste und ich denke auch an die Naturzerstörung, an das Artensterben auf dem Planeten. Das heißt, es ist ganz wichtig, glaube ich, verschiedene Zeitkonzepte eigentlich anzuerkennen und zu sagen, es gibt lineare Erzählungen, aber gleichzeitig ist es wichtig, auch in was Zyklisches wieder zu kommen. Und deswegen beginne ich das Buch auch mit einer Aufzählung von allem, was während der Arbeit an diesem Buch verloren ging in der Welt. Ich habe das immer in der Zeitung ausgeschnitten und gesammelt, aber auch, was in der Zeit gefunden worden ist und insofern auch erfahrbar zu machen, es geht nicht ohne Vergehen. Und es gibt sozusagen auch ein Glück, sich der Vergänglichkeit sich der zu vergegenwärtigen. Das ist auch ein großes Glück, weil es bedeutet, dass wir am Leben sind. 我想我透过描述这些失去的东西，就是让这些失去的东西重新呈现，要让想要传达一种意思，就是说，我们如果获得某一个东西，那我们另一方面可能失去了别的东西，就是获得跟失去。 是并存的，所以我在这本书的前面，我也记录下来了，就是我在写作的过程中，我们的世界失去了什么东西。我如果想到我们现在的世界失去的东西是想到对大自然的迫害，所以这是我的写作的一个重要的因素。 Und woran arbeiten Sie jetzt, wenn Sie so diese große, schwere Buch schon zu Ende gebracht, 2018, wenn ich fragen darf? Na, ich bin sehr interessiert, wenn Sie sich fragen, Sie haben dieses Buch 2018 完成, das ist durch eine langsame, sehr複雜的 Schreibprozess, so ich bin sehr interessiert, Sie haben jetzt schon eine neue Arbeit? Wissen Sie, die Schulen sind gerade geschlossen und ich muss unsere Tochter jeden Tag zu Hause unterrichten und ich kümmere mich insofern um die Familie, um den Haushalt ganz viel und gleichzeitig um meine Übersetzung und aber auch um die Reihe, die ich habe. Ich habe eine Reihe über Naturbücher und bin an vielen, vielen Dingen gleichzeitig und ersehne tatsächlich den Moment, in dem die Bibliotheken wieder öffnen und ich schauen kann, was das nächste Buch ist, was ich schreibe. 其实现在在德国这里学校都关了，所以我需要花时间在家里教学我们的女儿，同时做很多家事，所以我在同时在做很多事情。
那么在写作方面我就从事翻译工作，然后我也负责出版一系列的与大自然相关的书，但是我非常的期待希望在不太远的将来我可以重新到图书馆。Ja, wir erwarten auch, dass Sie dann weitere Werke herausbringen, sodass wir auch als Leser uns freuen können. Na, versprechen Sie uns? Wir sind sehr gespannt, kann da in der Sinne zu sehen. Wie schön. Ja, wirklich. Also, das war wirklich leicht, aber dennoch hoffen wir auf das nächste Werk von Ihnen.非常期待看到您的下一部作品。Super, das ist gut, dass Sie das sagen. Ja, freue ich mich. 很好，很高兴听到您这样子讲。Wir freuen uns, dass wir heute das Gespräch geführt haben und ich habe von Ihren Aussagen dann ziemlich viel gelernt und auch ziemlich viel von dem Hintergrund ihres Schaffens dann erfahren. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, wie gesagt, und also erstaunlich. Und wir wirklich als Leser hoffen wir auf das Nächste.我们也这里很高兴今天有机会跟您对谈，那么从您的陈述我也了解了很多关于您的创作的背景，非常感谢。Vielen, vielen Dank. Ja, 非常感谢。Ja, danke schön. Bis dann zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. 后会有期，再见。Danke schön. Ja, tschüss. 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 Tschüss.